Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Es ist außerdem das erste von 4 Videos, die in Kooperation mit der Ford Mobility Zeitgeist Studie entstanden sind. In dieser Studie wurden die jungen Leute befragt nach ihren Vorlieben zur Mobilität und ein Ergebnis zum Beispiel ist, dass sie sich Connected Mobility wünschen, also mit Smartphones und Apps unterwegs sein, mit allen möglichen verschiedenen Verkehrsmitteln. Und dazu hat mein Sohn Oskar seine Community gefragt, welche Apps sie am liebsten benutzen. Apropos Oskar, der sollte ja eigentlich neben mir stehen. Moment, ich gucke mal, ob ich den gerade mit der Oskar-App hierher gebeamt kriege. Ah, da ist er ja schon. Hallo Oskar. Hallo. Was haben denn deine Community-Members gesagt zum Thema, welche Apps sie benutzen? Du hast ja das so ein bisschen ausgewertet und wir sind darauf gekommen, dass 70 verschiedene Mobilitäts-Apps genannt wurden. Das ist ganz schön viel, ja. Also daran sieht man auch schon das Problem. Es gibt sehr, sehr viele Apps. Wie viele Apps hast denn du so auf deinem Handy? Ja, ich habe vorhin mal gezählt, also Mobility-Apps, ich weiß jetzt nicht, wie viele Apps ich sonst habe, aber ich habe vorhin mal gezählt und das waren, glaube ich, so um die 17 Stück ungefähr. Okay, bei mir sind es ungefähr 45 immerhin, sind noch so Lade-Apps fürs E-Auto und so weiter dabei. Aber wir wollen euch heute die 5 Top-Apps vorstellen, die die jungen Leute so für Mobilitätszwecke verwenden. Die Nummer 5, das ist eigentlich nicht eine App, sondern das sind ganz viele Apps, das sind alle Apps mit dem öffentlichen Nahverkehr. Also in München, in Hamburg, in Berlin, in Köln, MVV, BVG, wie auch immer, MFG. Diese ganzen Apps werden natürlich ständig genannt, denn das sind die jungen Leute viel unterwegs mit Nahverkehrsmitteln. Wobei ich mich ein bisschen gefragt habe, warum nimmt man eigentlich für jede Stadt eine eigene App? Es gibt nämlich auch sowas wie zum Beispiel den ÖPNV-Navigator, das ist eine App, da kann man die ganzen Regionen einladen und dann danach suchen. Kann man da dann auch die Tickets kaufen? Nein, das kann man leider nicht. Das kann man wiederum bei Handy-Ticket. Handy-Ticket ist auch eine ganz geile App. Da kann man auch viele Regionen, allerdings nicht so viele einladen. Und dafür kann man dann die Tickets auch direkt dort kaufen. Die Nummer 4 der beliebtesten Apps der Gen Z hat mich ein bisschen überrascht. Das ist nämlich Uber. Hast du das auch? Ich hab's auch, ich benutze das aber nie, bei mir ist das sehr teuer. Ah, verstehe. Naja, aber es war wirklich sehr, sehr, sehr häufig genannt. Natürlich insgesamt auch diese ganzen Poolride-Apps waren dabei, aber Uber war an Nummer 1. Hast du Bock, gerade mal Uber zu fahren? Ja, ich habe auch ein bisschen Hunger, deswegen lass mal ein Uber holen. Okay, holen wir ein Uber und fahren uns was zu essen holen. Alles klar. Hallo. So, wir haben jetzt nur vergessen, dass man hier im Moment immer Masken aufhaben muss, Gott sei Dank nicht beim Essen. Aber jetzt geht es mir schon besser. Platz 3 ist eine App, die hat, glaube ich, jeder auf dem Handy. Ich glaube, die benutzt du auch ziemlich sehr, sehr häufig und als allererstes, wenn man eigentlich irgendwo hin will, nämlich Google Maps. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum nächsten Bahnhof will, dann mache ich Google Maps, gebe ich ein, Köln West. Dann finde ich wahlweise den Weg zu Fuß, mit dem Auto, mit dem Roller auch. Kann man direkt in Apps umgeleitet werden. Okay. Mit Uber oder Freenow, also sogar Flugzeug wäre theoretisch möglich. Ich habe jetzt gerade keine Flugverbindung zum Bahnhof Köln-West gefunden. Ja, und damit haben wir eigentlich schon verraten, was die Nummer 2 der Top 5 Apps ist. Nämlich, das sind Scooter-Apps. Und wie viele Scooter-Apps hast du? Ich glaube so 4, 5 oder so. Okay. Die Scooter-Apps sind so, glaube ich, die Newcomer. Ja, voll. Besonders beliebt Tier und Lime.
bei den Jugendlichen und dann aber auch natürlich Bird oder Spin, was wir gerade gefahren sind, ist ja auch noch relativ neu. Was mich im Zusammenhang mit den Scooter-Apps immer ein bisschen wundert, ist, es gibt zum Beispiel die App Urbi, die ich euch hier nochmal reinblende, die ist gar nicht groß bekannt. Auf der kann man nämlich alle möglichen Mobilitäts-Apps versammelt finden. Da findet man Fahrräder, da findet man Scooter, da findet man Carsharing-Autos. Und das sollte eigentlich vielleicht die Zukunft werden, dass man nicht immer so ein ganzes Kartenspiel an Apps hat, sondern irgendwie eine, mit der man vieles machen kann. Ja, und damit sind wir hier am Bahnhof gelandet. Bahnhof Köln-West haben wir uns mal ausgesucht. Da ist nicht so viel los, da kann man mal kurz ohne Maske drehen. Denn auf Platz 1, zu meiner Überraschung tatsächlich, am meisten genannt DB Navigator, die Deutsche Bahn-App. Die scheint tatsächlich sehr viel benutzt zu werden. Benutzt du die denn überhaupt? Ich benutze die auch relativ viel. Ich glaube auch einfach, dass das Angebot von der Bahn halt... Information zu RE 22 nach Trier. Hauptbahnhof fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung. Ich glaube, dass das Angebot für Jugendliche einfach sehr attraktiv ist, halt, weil es ja, günstig ist. Mhm. Oder zumindest halt für so längere Strecken ist das halt, bietet es sich halt einfach an. Okay, aber das ist mit Abstand die meistgenutzte App, vor allem vom jungen Teil unserer Community, kann man sagen. Ja, und da sind wir wieder zurückgebeamt. Ja, das Einzige, was leider auch mit Apps heute noch nicht möglich ist, beamen. Ja, wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir unbedingt ein Like da, kommentiert unten, wie es euch gefallen hat, was ihr sonst für Ideen habt, was ich für Videos machen soll. Hört außerdem natürlich auch sehr gerne unseren Podcast. Der ist auf allen Plattformen verfügbar und auch in der Videobeschreibung verlinkt. Passend zu dieser Folge haben wir uns unterhalten mit Frank Nägele, Staatssekretär für Verkehr in Berlin. Mit dem haben wir uns gut unterhalten. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei auf meinem Kanal. Bis dann, euer dieser Dan. Wenn ich unscharf bin, bist du scharf. Wenn ich scharf bin, bist du unscharf.